Bald ist es soweit. Am Freitag, dem 20. September, erscheint der lang ersehnte Nachfolger von Frostpunk, nämlich Frostpunk 2. Und ich muss sagen, ich bin überglücklich, denn ich habe einen Vorabzugang erhalten und darf euch das Spiel jetzt schon präsentieren. Und für alle, die dranbleiben, gibt es auch noch was zu gewinnen. Auf geht's! Und damit sage ich Moin und Hallo, ihr schaut Marvelomania, ich bin Marv und ey, wir starten sofort rein ins Game, aber erstmal möchte ich sagen, dass ich gerade nicht glücklicher sein könnte. Ich darf mir Frostpunk 2 vorab anschauen und euch zeigen. Ich habe ja noch super wenig Erfahrung mit Vorabzugängen und Zusammenarbeit mit Publishern und so weiter, aber ich habe mir vorgenommen, immer transparent zu bleiben. Der Key wurde mir also zur Verfügung gestellt von 11-Bit Studios, aber niemand hat mir vorgeschrieben, was ich in dem Video sagen soll oder darf. Ich soll einfach das Spiel spielen, wie ich es mit den anderen Games halt auch mache, und das finde ich schon mal top. Ich plane mehrere Videos zu Frostpunk 2. Ich bin großer Fan des ersten Teils, eines der wenigen Spiele, die ich auch wirklich mal bis zum Ende durchgespielt habe. Und ich habe richtig Bock auf den zweiten Teil, muss ich sagen. In diesem Video werden wir uns einfach mal die ersten Minuten gemeinsam anschauen. Ich will das Video nicht zu lang werden lassen, das soll einfach mal als Ersteindruck zählen. Ich werde die Partie aber auf jeden Fall weiterspielen und hoffentlich auch erfolgreich beenden. Dann schnippel ich ein Video vom gesamten Durchgang zusammen und... Aber jetzt ist auch wirklich erstmal genug geredet, wir starten mal rein. Ich feiere es gerade total ab, also diese Atmosphäre im Menü ist schon geil. Ich versuche mal, ob wir das Spiel auf Deutsch stellen können. Das weiß ich ehrlich gesagt nicht, ob es eine, ob die deutsche Sprache schon drin ist. Da ist schon einiges drin. Okay, sehr gut. Dann schalten wir das auf Deutsch. Wir werden den Story-Modus starten. Auf dem einfachsten Schwierigkeitsgrad. Ja, das klingt jetzt erstmal so, oh Gott, der Marv, der kann nichts anderes. Ist auch was dran, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich will das auch irgendwie durchspielen. Und ich weiß nicht, wie hart das Spiel letztendlich ist. Und deswegen starten wir erstmal auf dem niedrigsten Schwierigkeitsgrad. A generation ago, we fled the crumbling British Empire as the world froze around us. I held New London together. We have to expand. After all, it's us who survived the end of the world. It's us who survived. Yes. No. Ich glaube, das Intro war für mich jetzt auch nochmal ganz gut, um das alles nochmal nachzuvollziehen und ein bisschen sozusagen in die Story wieder einzutauchen. Stimmt, wir haben im ersten Teil New London gegründet und man hat in dem Intro-Video ja auch diese kreisförmige Bauweise gesehen. Ich glaube, dass das jetzt ein bisschen geändert wurde, werden wir gleich im Spiel sehen. Ich weiß ehrlich gesagt noch nicht so furchtbar viel und ich
finde das aber immer so für so einen Ersteindruck oder wenn man das anspielt, auch gar nicht so schlecht, dass man dann noch nicht alles weiß, sondern sich vielleicht auch das ein oder andere selber erarbeiten muss. Und ich würde sagen, wir legen jetzt einfach los mit dem Prolog. Wir klicken mal hier auf Wir müssen überleben, denn das ist ja sozusagen genau das Ding von Frostpunk, dass wir in einer schwierigen, sehr, sehr schwierigen Umgebung überleben müssen. So, jetzt halte ich nochmal kurz das Maul. Das sieht mir, auch wenn es sehr cool aussieht, schon nach Ingame-Grafik aus. Gucken wir mal. Okay, das ist ein entgleister Zug. Prolog, die Wanderer. Okay, ich bin richtig gespannt. Ey, also wenn ihr das sehen könnt, ich habe ein breites Grinsen im Gesicht. Lass uns das mal kurz durchlesen, worum es hier geht. Kampf gegen die Kälte, das ist ja im Grunde genommen die Prämisse hier von Frostpunk, auch vom ersten Teil. Das Wrack der alten Dreadnought liegt noch immer unter dem Schnee begraben, aber in den verstreuten Anhängern lagern weiterhin Ressourcen. Wir müssen zuerst das Eis durchbrechen, um an einen der Ölanhänger zu gelangen und dann einen Förderbezirk zu bauen, um ihn anzuzapfen. Dann können wir den Ofen des Dreadnought anfachen und uns mit Wärme versorgen. Okay, wir fachen den Ofen an. Das ist ein gutes Motto auch, auf jeden Fall. Und das war tatsächlich Ingame-Grafik. Also schaut mal, wie... Ich habe ja schon Screenshots vorher gesehen, ne? Und ich finde, das sieht so atmosphärisch und stylisch aus. Das ist einfach richtig cool. Ich will nicht zu sehr schwärmen, sonst hört sich so an, als ob ich hier komplett Werbung für das Spiel mache und die mich mit Geld vollstopfen. So ist es wirklich nicht. Ich finde es nur einfach richtig cool. Also ich mag die Optik sehr. Hier auch so Schneeverwehungen und so. Also richtig geil. Lass uns mal ganz kurz, ich drück mal Pause. Und das funktioniert mit der Space-Taste, das habe ich schon mal richtig geraten. Denn in solchen Spielen ist Zeit immer ein besonderes Gut und dann sollten wir jetzt nicht zu viel Zeit verstreichen lassen. Hier ist anscheinend so eine Art Questlog, Kampf gegen die Kälte, breche Eis zu einem Ölanhänger und baue einen Förderbezirk. So, das ist ja unser Wrack. Ah, okay, wenn wir hier rüber hovern, dann können wir hier schon mal irgendwie was angucken. Dreadnought, Wrack, alles klar. Und hier ist auch der Generator, den wir nicht anstellen können, weil wir vermutlich erstmal dieses Öl brauchen, von dem hier die ganze Zeit die Rede ist. Und, ah ja, okay, guck mal, hier ist schon ein Ölanhänger. Und hier unten blinken ein paar Sachen. Ich gehe mal davon aus, dass wir da jetzt einfach mal draufklicken sollten. Gebiet Eisbrechen. Das ist ja, glaube ich, jetzt dieses neue Ding. Okay, wir können also hier Eisbrechen und wir sollen ja hier bis zu diesem Öl kommen. Gibt es noch mehr Öl? Hier hinten ist noch Öl. Okay, also es gibt schon mehrere Ölvorkommen, die wir wahrscheinlich dann auch im Laufe des Spiels brauchen werden. Ich klicke jetzt hier mal an. Okay, verstehe. Wir können hier Eis brechen. Und anscheinend... Achso, wir müssen wahrscheinlich 8 Felder auswählen. Kann das sein? Warte mal, Eis brechen... Also wenn wir hier hinten auch hin wollen, wäre es vielleicht klug, direkt hier mit rüber zu gehen. Und dann gehen wir hier runter zu dem nächsten. Ja, guck mal, dann kommt hier so ein Häkchen. Okay, und dann kann ich da draufklicken. Hier kommen immer mal wieder Infofenster rein, die ich mir jetzt auch nicht alle komplett durchlesen möchte. Aber so ein kleines bisschen... Also, wenn ich irgendetwas nicht verstehe an dem Spiel, dann lese ich mir das nochmal durch. Aber so ganz generell, glaube ich, kriegen wir da jetzt den Prolog, was ja sowas wie ein Intro ist und vielleicht ein kleines Tutorial hoffentlich einigermaßen gut hin. Wir haben hier unten Wanderer, Gemeinschaft, Beziehung, neutral, Meinung zur Stadtausrichtung, gleichgültig. Das sind diese Fraktionen, um die es, glaube ich, in Frostpunk 2 auch verstärkt geht. Es ist ja so, also die Menschheit lebt jetzt schon einige Jahre, ich glaube 30 Jahre wurde im Intro gesagt oder so, jetzt schon in dieser Eiszeit. Und im ersten Teil war es ja eigentlich unsere Aufgabe, ein kleineres Dorf oder eine kleinere Stadt zu bauen und das Überleben der Menschheit zu sichern. Jetzt ist es so, und das haben wir im Intro auch gehört, dass wir expandieren wollen. Und wir haben auch hier schon 3000 Einwohner, 3000 Bevölkerung. Anscheinend wurde jetzt hier
der Schnee auch geräumt. Ich guck mir das mal an. Ja, jetzt könnte ich hier weitermachen. Okay, verstehe. Aber wir sollen ja jetzt erstmal einen Förderbezirk bauen. Okay, und das sind hier die Bezirke. Wohnbezirk, Nahrungsmittel, Förderbezirk. Den klicke ich jetzt mal an. Achso, kann ich jetzt aussuchen, wo ich den drauf bauen will? Ah, okay, guck mal. Und hier muss ich auch wieder drei Gebiete, dann... Weiß ich nicht, machen wir das doch so. Und dann soll da mal ein Förderbezirk gebaut werden. Ich würde... Also Förderbezirk. Und dann schalte den Ofen im Dreadnought-Wrack ein, um Wärme zu produzieren. Okay, das kriegen wir, glaube ich, hin. Ich mache mal ein bisschen schneller. Denn im Moment gibt es sonst, glaube ich, nichts zu tun. Könnte es vielleicht auch noch ganz schnell machen. Ja, dann geht es hier richtig flott. Ah, cool. Cool, wie es ausschaut. Okay, fertig. Ich mache mal wieder... Also, ich sage nicht immer an, wenn ich die Geschwindigkeiten hier verändere, aber das mache ich sozusagen dynamisch. Wenn ich nichts zu tun habe, dann mache ich ein bisschen schneller. Und wenn ein bisschen mehr zu tun ist oder ich Sachen anklicken möchte, dann mache ich es ein bisschen langsamer. So, jetzt gucken wir mal, was das hier ist. Das kann man zumindest mal anklicken. Achso, das ist so eine Art Erklärung. Öl. Als die zähe, schwarze Masse durch die Leitung fließt, bricht das Volk in Jubel aus. Der tote Körper dieser alten Maschine zeugt von den Strapazen, die uns bis hierher gebracht haben. Viel wichtiger ist aber, dass er uns bereits Schutz vor vielen Schneestürmen geboten hat und es wieder tun wird. Wir haben Öl, wir können den Ofen anfeuern. Okay, das ist doch schon mal gut, dass wir Öl haben. Ich verstehe. Das heißt, jetzt können wir hier den Dreadnought-Generator befeuern. Ich drücke da einfach mal drauf. Oh ja. Die Sounds sind so geil, ey. Ohne Scheiß. Okay, grundlegende Infrastruktur. Der Ofen läuft, wir haben genug Öl. Okay, die Kälte wird unseren Leuten dennoch zusitzen, bis sie Behausung haben. Okay, alles klar, passt. Für den Bau benötigen wir vorgefertigte Bauteile. Wir haben einige, aber den Rest müssen wir uns aus Anhängerwracks bergen. Passt. Jetzt kriegen wir hier wieder neue Aufgaben. Breche Eis zu einem Bauanhänger und baue einen Förderbezirk. Also im Grunde genommen parallel zu, oder ja, analog zu diesem Förderbezirk. Hier ist Öl, da ist ein Bauanhänger. Okay, pass auf, dann machen wir das doch so. Dann gehen wir doch direkt hier zu dem Bauanhänger. Jetzt müssen wir allerdings noch 6 weitere Felder freischalten und ich gehe mal davon aus, wenn wir Wohnbezirke bauen sollen, dass wir die dann irgendwo, ich weiß nicht, hier dann reinbauen oder sowas. Gucken wir uns gleich mal an. Können wir eigentlich mehrere Dinger Eis brechen? Was kostet das denn? 300 Arbeitskräfte und 30 Schrottteile. Was ist denn das hier? Das sind Schrottteile. Ach, da können wir ja noch ein... Guck mal, da können wir ja tatsächlich noch ein bisschen mehr freischalten hier. Vielleicht machen wir hier oben noch so ein bisschen. Oder? Zwei Eisbrecher nebeneinander. Kann man eigentlich, wie weit kann ich denn rauszoomen? Okay. Es ist wahrscheinlich. Ja, gut, Prolog wahrscheinlich. Nur so entweder eine Mini-Karte oder noch nicht genügend aufgedeckt, dass ich jetzt hier noch irgendwie rumschauen kann. Okay, was war denn das hier eigentlich? Zentren bauen. Nahrungsversorgungszentrum. Plus 15k Vorratskapazität. Achso, das sind so Lager. Quasi, ne? Lagert Nahrung für zukünftigen Konsum an. Okay. Aber hier sollten wir jetzt erstmal noch einen Förderbezirk bauen. Wieso muss der eigentlich 3 groß sein? Wissen wir noch nicht, ne? Naja, schauen wir mal. So, und wir sollen einen Wohnbezirk bauen. Bietet Zuflucht in Form verschiedener Behausungen. Okay. Und das kostet Bedarf 40 Wärme. Wir haben ja... Das ist die Wärme, ne? Das ist Öl, das ist die Wärme. Okay, das heißt, wir können das bauen. Auch 6 groß soll das sein. 4, 5, 6. Machen wir mal so. Achso, wir sollen 2 Bezirke bauen, ne? Dann bauen wir noch einen Bezirk. Aber warte mal, was heißt denn die... Nahe Generator, da kriegen wir plus 20 Wärme. Nahe Wohnbezirk kriegen wir auch. Nahe Wohnbezirk und Nahe Generator. Ui, das ist natürlich geil. Ja, lass mal hier noch ein
Förderbezirken bauen. Ich weiß nicht, ob das geil ist, wenn man das direkt da an den Förderbezirk dran baut, aber ja, das werden wir dann schon sehen. Ah ja, steht ja auch hier. Okay, steht auch hier. Perfekt. Wir haben jetzt den... Ah, wir haben alles fertig. Perfekt. Zugriff auf Nahrung schaffen. Wir haben unser Volk mit Wärme und Behausung versorgt. Ey, damit sind wir schon mal ziemlich gut, würde ich sagen. Jetzt müssen wir uns auf den nahenden Schneesturm konzentrieren. Zuerst müssen wir Eis brechen, um an die kleinen Flecken fruchtbaren Boden zu gelangen, auf denen wir Nahrung anbauen können. Dann müssen wir die Nahrung in leicht zugänglichen Depots einlagern. Wir müssen uns beeilen, um Hungertode zu vermeiden. Okay, ich verstehe. Machen wir. Eisbrechen, fruchtbare Erde. Jetzt gehen wir mal auf. Also irgendwo muss ja hier... Ja, okay, direkt gefunden. Da ist fruchtbare Erde. Gibt es noch andere? Hier. Okay. Ah ja, alles klar, alles klar. Das ist einfach so... Sind diese Erdflecken hier drin. Ja, und während ich im Hintergrund jetzt dafür sorge, dass unsere Siedlung mit Nahrung versorgt wird, kann ich euch hier kurz mal erzählen, warum ich jetzt da so dazwischen quatsche. Ich habe das Video im Hintergrund ein bisschen schneller gemacht und ich werde auch ein bisschen schneiden, weil ich am Ende gemerkt habe, dass es sonst super, super lang wird. Im Grunde genommen wird uns im Prolog so ein bisschen das Handwerkszeug erklärt, also wie wir sozusagen dieses Eis brechen und wie wir verschiedene Förderungsstationen bauen können. Und am Ende müssen wir einigermaßen viele Lebensmittel einlagern, weil ein großer Schneesturm auf uns zukommt. Ja, und ganz Frostpunk-like kommt nicht nur ein großer Schneesturm auf uns zu, sondern wir müssen auch schon im Prolog einige schwerwiegende Entscheidungen treffen und einige wirklich traurige Geschichten mit anhören. Wie zum Beispiel diese hier. Für das Leben der anderen. Meine Knie schmerzen und meine Finger sind so steif, dass ich die Nadel nicht mehr halten kann. Ich hatte ein erfülltes Leben. Es erfreut mein Herz, Betty und Jacob abends beim Feuerspielen zu sehen. Aber vielleicht ist es jetzt soweit. Ich habe mit den anderen Ältesten gesprochen und wenn es sein muss, werden wir gehen. Ich werde meine Enkelkinder nicht verhungern lassen. Alter, okay, jetzt fängt es so langsam auch wieder an mit diesen harten Geschichten sozusagen. Ein paar Menschen sind bereit, sich zu opfern, um den Nahrungsverbrauch zu verringern. Leute, bleibt mal locker. Wir werden für alle am Ende Nahrung haben, hoffe ich. Also ihr müsst nicht irgendwo in die Kälte gehen und dort sterben. Wir kriegen das alles hin. Macht euch mal bitte keine Sorgen. Und nach einigen weiteren Entscheidungen und Bauprojekten haben wir es am Ende dann geschafft, 40.000 Nahrungseinheiten einzulagern und konnten sozusagen den Schneesturm und auch den Prolog überstehen. Aber ich kann gerade nichts dran ändern. Oh, jetzt ist hier Schneesturmalarm, oder was? Okay, jetzt geht's ab. Wir haben das Ende der Welt überlebt. Mal gucken, was jetzt... Also, das war jetzt wahrscheinlich der Prolog, oder? Das war jetzt, glaube ich, der Prolog. Unten. Ja, bin ich auch gespannt, was jetzt passiert. Lass uns das mal anschauen. Das geil oder was? Ich will eigentlich nichts dazu sagen, aber es ist, weil ich das so wirken lassen möchte, aber es ist ja einfach. Jawoll, ey. Jawoll. Sichere den Fortbestand der Stadt. Okay. Das machen wir. Oder halte ihr beim Sterben die Hand. Okay. Krass.
Ich glaube, jetzt geht's los. Wir haben den Prolog geschafft. Ja, Kapitel 1. Der letzte Rest. Leute, ganz kurze Unterbrechung, bevor wir hier mit Kapitel 1 anfangen. Ich habe euch versprochen, ihr könnt was gewinnen. Gefällt euch Frostpunk 2? Dann habe ich etwas ziemlich Cooles für euch. Mein Partner Instant Gaming hat für euch ein Gewinnspiel aufgelegt. Dazu müsst ihr nur auf den Link in der Videobeschreibung klicken, euch einen Account bei Instant Gaming anlegen oder euch einloggen, wenn ihr schon einen habt. Und schon könnt ihr teilnehmen und ein Spiel eurer Wahl gewinnen. Also völlig egal, ob ihr jetzt Bock auf Frostpunk 2 bekommen habt oder eure Affen-Skills in Wukong zeigen möchtet, knüppelt da rein. Das Giveaway ist auch wirklich nur für meine Community. Ihr habt also nicht noch 200.000 andere, die daran teilnehmen. Die Chancen stehen also gar nicht schlecht. Macht damit, ich würde mich freuen und drücke euch natürlich die Daumen. Aber jetzt lasst uns direkt weitermachen mit Frostpunk 2. Viel Spaß! Breche Eis zu einem oberflächennahen Kohleflöz. Das werden wir uns... Warte mal, hier ist jetzt ein Button dazugekommen, ne? Bezirke, Gebäude, okay. Wir können erstmal hier reingucken, wo gibt es... Ah, guck mal, oberflächennahe Kohleader. Mhm. Hier hinten haben wir super viel Nahrung. Hier haben wir viel Kohle. Das ist unsere... Ist auch viel größer jetzt, ne, auf einmal. Die Stadt... Also hier haben wir auch Nahrung. Was ist das? Gefrorener Waldrohstoff, okay. Aber das hier scheint das oberflächennahe Kohleader... Und hier hinten, altes Restaurant. Okay, dann würde ich jetzt, glaube ich, erstmal, also das ist ja unsere Stadt hier. Genau, und wir müssen den Generator sozusagen zum Laufen bekommen. Dann machen wir das doch erstmal. Also als allererstes gehen wir hier rein. So. Dann spule ich ein bisschen vor. Wir können, glaube ich, sagen, also wir brauchen safe auch Nahrungsmittel. Davon können wir sicherlich mal ausgehen. Das ist ja schon irgendwie erschlossen, aber dass wir vielleicht... Warte mal, wir gehen jetzt hier hinten lang. So. Und dann würde ich hier aber trotzdem noch lang gehen, oder? Ich muss mal ganz kurz gucken. Nee, also hier kann ich keine... Bezirke bauen, so. Okay. Aber hier könnte ich schon Nahrungsmittelbezirk bauen. Ist das richtig? Ich kann hier einen Nahrungsmittelbezirk bauen. Vier. Fünf. Sechs. Dann machen wir das doch. Also Nahrungsmittel werden wir ja safe auch, brauchen. Und Wohnbezirke brauchen wir. Halt, falsch, da muss ich anklicken. Wohnbezirke. Okay. Und hier wird mir, glaube ich, dieses Blaue, was zwar ein bisschen wie... Nahrungsmittelbezirk. Also, das sieht zwar wie Kälte aus, aber eigentlich heißt das Wärme. Also, blau mit dieser Flamme drin ist Wärme. Und das zeigt mir, glaube ich, hier auf der Karte schon an, wo ich ganz gut einen Wohnbezirk bauen kann. Weil... Hier ist es windgeschützt, steht da. Das ist schon mal nicht schlecht. Dann würde ich sagen, bauen wir hier einfach mal einen Wohnbezirk hin. Schalte den Generator ein. Ja, das kommt ja gleich alles. Jetzt brauchen wir aber als allererstes mal den Förderbezirk. Ah, guck mal, hier gibt es auch einen Industriebezirk und Logistikbezirk. Okay. Ich glaube, dass das... Also, ich habe jetzt ja insgesamt drei Kohle... Blöße markiert. Und ich nehme mal an, dass das dann auch effektiver ist, als wenn ich die sechs Felder halt irgendwie nur hierhin baue oder nur dahin baue und nur einen Flöz sozusagen markiere. Glaube ich. Also das weiß ich nicht. Aber das wäre ja natürlich... das wäre ja unlogisch, wenn es nicht so wäre, sagen wir es mal so. Okay, Nahrung haben wir auch. Wir haben auch... Warte mal, wird der Vorrat mehr... Ne, Minus... Wieso steht da Minus 24? Wir haben zu wenig Nahrung, oder was? Wohnen haben wir? Wohnbezirke? Oh, wir müssen zwei Wohnbezirke bauen. Ja, dann machen wir das auch nochmal. Machen wir hier hinten auch noch einen. 5, 6, so. So, und jetzt müssen wir kurz warten, bis das hier fertig wird, weil dann können wir vermutlich den Generator... Wie machen wir den an? Da... Generator,
Anmachen, auf geht's. Nachdem wir den Generator zum Laufen gebracht haben, lernen wir, dass wir die einzelnen Gebiete erweitern und so einen Platz für ein ganz spezielles Gebäude freischalten können. Ah, okay, das snappt dann da oben ran. Also ich kann es nicht frei platzieren, aber ich habe ja durch die Erweiterung sozusagen einen weiteren Bauplatz für ein Gebäude bekommen. Das kann ich auch nirgendwo anders platzieren. Also wenn ich diesen Wohnbezirk hier erweitern würde, könnte ich es wahrscheinlich auch da einbauen, aber das ist jetzt sozusagen unser Wohnbezirk, der schon erweitert wurde. So, da baue ich das jetzt hin, das Gebäude. Und dann warten wir mal, was passiert. Okay, Forschungsinstitut gebaut. Wir können jetzt neue Ideen erforschen. Wir brauchen neue Ideen, ja, unterschiedlich. Okay. Also hier sind die Kohleminen. Okay, Moment, jetzt muss ich erstmal gucken. Also jetzt habe ich Kohleminen angeklickt und was ist das jetzt hier? Ah, okay, Leute, jetzt ich muss mir erstmal das Menü ein bisschen angucken. Aber, also, das sind anscheinend die drei Fraktionen hier oben, ja? Also wir haben hier einmal die, wo steht das nochmal? Ach, hier oben, Frostländer, ne? Und die sind mir neutral gesonnen im Moment und die Frostländer machen 43% der Stadt im Moment aus. Jetzt kann ich hier durchklicken, Neulondoner 45%. Und die Ordnungswahrer 12% der Stadt. Und hier unten, also wenn ich jetzt hier so die Dinger durchklicke, dann steht hier, was die haben wollen. Also die wollen Staubkohleminen haben. Die hier wollen gerne, dass wir Sprengkohleminen haben. Und die wollen auch, dass wir Sprengkohleminen haben. Und dann steht da, was wir dafür brauchen. Oder erstmal, was das verbraucht und was die Baukosten sind. Und ich glaube, es geht auch ein bisschen darum zu gucken, wen machen wir hier glücklich, mit wem, wessen... Ja, Ideologie möchten wir sozusagen folgen. Und wenn ich aber jetzt mal hier so reingucke, dann muss ich sagen, war in dem Prolog eigentlich eines der limitierenden Faktoren bislang die Arbeitskräfte. Und deswegen würde ich hier mal die Sprengkohlemine wählen, denn dafür brauche ich weniger Arbeitskräfte. So, Idee erforschen. Wir machen das jetzt einfach mal. So, erforsche eine Idee für Kohleminen. Okay, das kommt ja gleich noch. Baue das neu erforschte Gebäude im Förderbezirk. Jetzt wette ich mit euch, dass ich hier einen Förderbezirk habe und auch diesen erweitern kann. Und das werde ich jetzt auch mal tun. Shit, wir müssen erst hier Dinge ins Kirchen machen. Was haben wir hier? Zack, zack, zack. Machen wir mal so. Eisbrechen. Auf geht's. Wir haben hier auch schon wieder ein ganz schönes Defizit. Wir müssen also auf jeden Fall weiter an Kohle kommen. Ja, ihr seht schon, so ein bisschen kreisförmig wie im ersten Teil wird das dann doch, aber ein bisschen anders auf jeden Fall, spielerisch, muss man einfach mal so sagen. Aber an sich geht es immer um den Generator rum, so ein bisschen kreisförmig weg. Finde ich ganz gut gelöst, muss ich sagen. Lässt sich auch irgendwie schön klicken, schön spielen. Auch überhaupt habe ich ja noch gar nichts so gesagt, ne? Ich finde, die Steuerung ist super. Ihr könnt mit der mittleren Maustaste hier einfach alles drehen, reinzoomen, rauszoomen. Also so, wie man das von solchen Spielen gewohnt ist. Aber alles, ja, alles auf einem guten und auf einem hohen Niveau finde ich wirklich richtig gut. Hier gibt es... Anscheinend, ah ja, das ist die Forschung, der Ideenbaum, da warten wir ja jetzt gerade drauf. Ich mache mal ein bisschen schneller. Jetzt ist nämlich die Sprengkohlemine fertig und die sollen wir ja jetzt, das ist wahrscheinlich unter Förderung, ne? Ja, und die sollen wir jetzt in unser Förderzentrum Dingsbums da bauen und das machen wir auch mal. Kräfte. Ach, da, Wärmemarken. Guck mal, da sind sie ja. Hä, war das nicht? Hieß das nicht vorhin anders da, dieses Symbol? Fertigbauteile, Kerne. Naja, ist auch egal. Also zumindest bauen wir jetzt hier eine Sprengkohlemine und die sollte eigentlich... kurz den Satz zu Ende sprechen. Die sollte eigentlich dafür sorgen, dass wir mehr Wärme produzieren, hoffe ich. Aber... Wir werden schon wieder überrascht von einer Nachricht. Ein
Ein Ort der Übereinkunft. Ach, die Mine ist gerade fertig. Okay, deswegen. Dank der neuen Mine ist die drohende Erschöpfung unseres Kohlevorrats vertagt. Doch die Streitigkeiten zwischen den Gemeinschaften bestehen weiter. Der Captain wollte einen Rat einrichten, ist aber verstorben, bevor dies umgesetzt wurde. Jetzt liegt es an dir, Oberhaupt. Die Einwohner von Neu-London fordern ein Mitspracherecht. Als erstes wird entschieden, ob du die Stadt weiterhin anführen sollst. Ey, also so? Weiß ich nicht, ob ich denen unbedingt Mitspracherecht geben will, wenn die sich noch nicht sicher sind, ob ich hier weiterbauen soll. Aber ja, wir brauchen einen Rat und ich nehme an, dass wir jetzt einen Ratsaal bauen sollen. Genau, also das nehme ich nicht an, das habe ich da oben gelesen. Aber das Ding hatte ich hier ja vorhin schon gesehen und den bauen wir auch in einem Wohngebiet, oder? Ah nee, guck mal hier in die Hauptstadt sozusagen rein. Ja, dann machen wir das mal. Und gucken uns diese Nachricht auch mal an von Abe Byron, 55, Ausbilder. Bewundert den Generator. Schön, dass du wieder bei uns bist, alter Freund. Hast uns einen ganz schönen Schreck eingejagt, als du plötzlich aus warst. Für uns bist du viel mehr als nur eine Wärmequelle. Du bist ein Symbol der unbeugsamen und eisernen Standhaftigkeit, die wir selbst auch an den Tag legen sollten. Auf dass wir dem Frost alle so kühn trotzen wie du. Okay, also er hat eine kleine Lobeshymne auf den Generator gesungen oder formuliert. Ich dachte schon, hä, was meint er mit alter Freund und so? Ich kenne ihn gar nicht. Aber er meinte auch gar nicht mich. Naja, gut. Jetzt wird der Ratsaal hier gebaut. Wir gucken mal hier. Oh, guck mal, hä? Das hat ja richtig was gebracht. Moment mal. Erweiterter Förderbezirk. 330 Produktion. Ey, das ist aber heftig. Das hat ja richtig was. Wir waren hier bei minus was weiß ich was. Das hat richtig was gebracht. Okay. Also diese Sprengmine, die wir da reingebaut haben. Krass, dann brauche ich hier hinten gar keinen zweiten Förderbezirk bauen. So, jetzt ist der Ratsaal fertig. Der Rat versammelt sich zum ersten Mal. Ja, ich würde sagen, das gucken wir uns jetzt nochmal an. Die erste Ratssitzung. Ich habe schon gehört und ihr wahrscheinlich auch, wenn ihr so in den letzten Monaten und so ein bisschen Videos oder News überhaupt zu Frostpunk 2 verfolgt habt, ja, dass es ein sehr politisches Spiel sein wird und wir sozusagen nicht nur dafür da sind, eine Stadt aufzubauen und da Ressourcen irgendwie zu managen, sondern auch politische Fraktionen zufriedenzustellen und zu gucken, dass es irgendwie, ich weiß nicht, ob es wichtig ist, dass es allen gut geht oder ob man Leute auch gegeneinander ausspielen kann oder irgendwie sowas, das weiß ich natürlich noch nicht, aber es geht sehr, sehr viel um Politik und das ist sicherlich dann auch nochmal eine Neuerung im Gegensatz zum ersten Teil. Also diese harten Entscheidungen hatten wir ja auch im ersten Teil schon und wir haben dort viele Spähtrupps losgeschickt und dies und das. Das kommt hier in Teil 2 sicherlich auch, aber wir werden jetzt am Anfang schon wirklich hier mit den ganzen politischen Dingen konfrontiert. Und jetzt geht's los, Leute, die erste Ratssitzung. Spannung liegt in der Luft, als der Rat sich öffnet. Der Captain regierte jahrelang mit starker Hand, aber die Zeiten sind seit seinem Tod vorbei. Jetzt wollen die Gemeinschaften der Stadt selbst mitmischen. Die Ordnungswahrer sorgten auf Geheiß des Captain für Ordnung und verfolgen ihrer Ansicht nach dessen Vision für Neu-London: Fortschritt, Verdienst und Vernunft. Die Neu-Londoner und die Frostländer sind sich uneinig bezüglich unserer Überlebensstrategie, aber sie haben beide keine klare Haltung, wenn es um wirtschaftliche oder soziale Probleme geht. Einige verschmähen die Ordnungswahrer wegen ihrer Vergangenheit in Neu-London, sie halten sich allerdings im Schatten noch. Zuerst wird diskutiert, ob du überhaupt Oberhaupt bleiben sollst oder nicht, wobei dein Umgang mit der Kohlekrise entscheidend ist. Okay, wir eröffnen mal die Sitzung. Lasst uns mal angucken, was jetzt passiert. Das ist also der Sitzungssaal, den wir gerade gebaut haben. Okay, alles klar. Neues, komplett neues Menü, alles neu, alles verwirrend erstmal für mich. Wir müssen uns da ganz kurz durchwursteln. Und zwar der Rat. Wenn du in Zukunft zum Rat zurückkehrst, kannst du neue Gesetze zur Abstimmung vorschlagen. Okay, jetzt muss jedoch erst einmal eine besondere Abstimmung erfolgen. Die Gemeinschaften von Neu-London müssen ihre Zustimmung zu deiner Führung geben. Sei vorsichtig, verlierst du die Wahl, endet deine Zeit als Oberhaupt. Okay, also wir können jetzt quasi schon das Spiel beenden, wenn wir irgendwas falsch machen. Und um das nicht zu tun, werde ich mir jetzt diesen Screen vernünftig angucken. Also hier haben wir den Rat.
Achso, okay, hier sehen wir die Ressourcen. Doppelklicke auf das Ratsmitglied, um dessen Profil anzuzeigen. Ach du Scheiße, hat hier jeder irgendwie. Wurde als Kind gehänselt, weil sie so unordentlich war. Hat versucht, eine Robbe als Haustier zu halten. Kann gutem Tratsch nicht widerstehen. Denkt an Katzen. Würde lieber tanzen gehen. Absolut, ohne Scheiß, absolut beste Einstellung. Du bist hier irgendwie in so einem fiktiven 1800 irgendwas in Neu-London. Es ist einfach komplett Eiszeit. Alles ist scheiße. Und du sagst so, eigentlich würde ich lieber tanzen gehen. Okay. So, und jetzt haben wir hier das Vertrauensvotum. Soll das Oberhaupt an der Macht bleiben? Sollte das Vertrauensvotum scheitern, werden die Ratsmitglieder dich umgehend deines Amtes entheben. Wir haben 22 Leute, die für mich stimmen würden, 4, die gegen mich stimmen würden und 74 sind unschlüssig. So, jetzt kann ich sagen, abstimmen oder verhandeln. Verhandle mit den Delegierten und versuche, ihr Abstimmungsverhalten zu beeinflussen. Sollen wir das mal machen? Komm, wir machen das mal. Und wir können jetzt sagen, Moment, jetzt muss ich mal ganz kurz schauen. Also wir haben die Neulondoner. Die sind überwiegend unschlüssig. Dann haben wir die Ordnungswahrer, die sind dafür. Und wir haben die Frostländer, die sind auch überwiegend unschlüssig. Und die haben 45 Ratsmitglieder, die haben 43 Ratsmitglieder. Es ist also wichtig, jetzt noch eine dieser Parteien wahrscheinlich auf unsere Seite zu ziehen. Und vorhin war es ja dafür, war es ja so, bei der Erforschung dieses neuen Förderturms, sage ich mal, dass die Ordnungswahrer und die Neulondoner einer Meinung waren. Deswegen würde ich jetzt eher versuchen, die Neulondoner mit auf meine Seite zu ziehen, weil die vielleicht an einem Strang ziehen. Wisst ihr, was ich meine? Wir gucken mal. Ich weiß jetzt noch nicht so ganz genau, für welche Werte diese einzelnen Fraktionen stehen. Das ist jetzt mal so ein bisschen außen vor. Aber lasst uns mal die Neulondoner hier irgendwie überzeugen. Also, was wollen die denn? Meine Bedingungen dafür stimmen. Sie werden bei der nächsten Abstimmung für die Verabschiedung des Gesetzes, für die Abschiedung des. Ach so, warte mal. Ihre Bedingungen? Meine Bedingungen? Also meine Bedingung ist meine. Also, oder ich sage denen also sozusagen, stimmt bitte für mich. Das ist meine Bedingung. Und im Gegenzug kann ich mir jetzt deren Bedingung aussuchen. Was passiert, wenn. Warte mal, ich klicke da einfach mal drauf. Aha, guck mal. Und da hat sich das nämlich schon verschoben, dass 57 dafür sind. So, ändert sich hier was? Nee, es bleiben immer 57. Dagegen stimmen. Ne, die sollen ja nicht dagegen, die sollen ja für mich stimmen. So. Und dann. Also, ich soll noch eine Sprengkohlemine bauen. Das ist doch etwas, was wir sowieso brauchen. Das ist doch gut, oder? Das machen wir jetzt. Können wir mehrere anklicken? Nee. Das machen wir einfach. Wir sagen jetzt einfach, stimmt mal bitte für mich, dann baue ich eine Sprengkohlemine. So verstehe ich das. Okay, wir machen mal akzeptieren. Jetzt sind wir hier schon über die Hälfte. Ich mache jetzt mal abstimmen. Mal gucken, was passiert. Also für mich sieht das so aus, als ob die Mehrheit für mich ist. Ich weiß aber nicht, warum da so Striche sind. Ich glaube nicht, dass das Einteilung von dem Balken sind. Also hier so 25%, 75%, sondern das ist einfach optisch, um die dafür sind und unschlüssig und so abzutrennen. Also ich glaube, wir brauchen eine 50-prozentige Mehrheit. So würde ich das jetzt mal sagen. Lass mal abstimmen machen. Mal gucken, was passiert. Okay, wir hätten 51, jo, wir hätten 51 benötigt, 79 haben für uns gesprochen. Geil, also Gesetz ist verabschiedet, ich verstehe. Kraftstoff für die Zukunft. Du bleibst also das Oberhaupt. Gut, uns stehen Herausforderungen bevor. Der Ausbau der Kohleförderung ist ein voller Erfolg, aber die Kohleader wird früher oder später erschöpft sein. Wir müssen das Frostland erkunden und eine dauerhafte Kraftstoffquelle finden. Andernfalls hat die Stadt keine Zukunft. Wir brauchen mehr Kraftstoff. Ich meine, das ist alles klar. Das ist jetzt nichts, wo man sagt, ach, wir brauchen mehr Kraftstoff, sondern darum geht es ja sozusagen in dem Spiel.
Ich mach mal kurz auf Pause und wir gucken uns jetzt kurz nochmal so ein bisschen was an, bevor wir, ich sag mal, zu einem ersten Fazit kommen und das Video dann sicherlich auch beenden. Also, wir haben hier eine Quest, neue Kraftstoffquelle, das ist jetzt sozusagen, ich nenne das jetzt mal Main Quest, okay? Baue einen Logistikbezirk auf einem alten Rastplatz und die hatten wir ja schon außen hier irgendwo gesehen. Wartet mal ganz kurz, wenn ich hier drauf gehe, ja, guck mal hier. Altes Rasthaus, ja, das wird dann wohl das sein. Da gibt es anscheinend mehrere Ausgänge. Das heißt, wir würden uns in eine Richtung ausdehnen. Vermutlich, da hinten ist auch noch viel Nahrung. Ja, weiß ich auch nicht. Ich glaube, hier hinten würde ich weiterbauen. Also, dass wir hier so hinkommen. Ist vermutlich egal, wohin. Aber dass wir hier so weiterbauen. Und finde außerhalb der Stadt eine dauerhafte Kraftstoffquelle. Ich weiß nicht, was das sein kann. Ob es da so Geysire gibt oder irgendwas anderes. Keine Ahnung. Ist auf jeden Fall spannend. Und das hier scheint mir zu sein, genau, das ist das Versprechen an die Neu-Londoner, dass ich in 39 Wochen nochmal eine Sprengkohlemine baue. Und ich hatte, wie gesagt, ich will mich nicht ständig wiederholen, aber das Ganze soll jetzt erstmal der erste Eindruck sein. Wir haben jetzt den Prolog gespielt, wir haben einen Teil vom ersten Kapitel gespielt. Ich weiß nicht, wann das erste Kapitel sozusagen vorbei ist. Es ist spielerisch wirklich gut gemacht. Ich finde, es sieht fantastisch aus. Also es ist immer noch, ich sag mal, ein Aufbaustrategiespiel. Ich finde, es fängt diese Atmosphäre, wie ich sie mir vorstellen würde, wenn wir in dieser Welt leben würden, fantastisch ein. Also ernsthaft. Ich finde, die Menüs sehen super cool aus. Ich mag, dass es nicht komplett Dark Mode ist, wie es jetzt eigentlich modern ist, sondern auch mal wirklich ein helles Menü. Also völlig, ist völlig anders, aber anders gut, finde ich. Und wir arbeiten ja im Moment noch so ein bisschen die Aufträge ab und ich habe auch im Moment noch den Eindruck, es ist vom Schwierigkeitsgrad her einfach oder gut machbar, aber wir haben ja auch den einfachsten Schwierigkeitsgrad gewählt. Also das ist schon gut, dass man das Spiel, dass man da mal ein bisschen Erfahrung sammeln kann, dass man mal drauf losbaut, dass man mal drauf losforscht und so und einfach das Spiel ein bisschen vorantreibt. Gerade für so ein Video finde ich das eigentlich eher gut, dass man erstmal ein bisschen was von dem Spiel sieht und wenn man dann Bock hat, kann man immer noch mal eine Partie starten mit einem deutlich höheren Schwierigkeitsgrad. Jetzt möchte ich das Video an dieser Stelle beenden. Ich werde diese Partie auf jeden Fall weiterspielen. Ihr werdet auf meinem Kanal in Zukunft sicherlich noch weitere Videos finden. Mein Plan ist wirklich, eine Partie komplett durchzuspielen oder bis ich scheitere, was hoffentlich sehr spät sein wird, und das dann so ein bisschen zusammenzuschneiden, damit ihr mal, ich sag mal so zusammengecuttet in, also einer Stunde ist jetzt mal so das Ziel, wirklich mal eine komplette Partie Frostpunk 2 sehen könnt. Das ist natürlich ambitioniert. Vielleicht werden es auch zwei Videos eine Stunde oder so. Ich weiß nicht genau, wie lange eine Partie dauert und wie man das dann vernünftig zusammencutten kann. Aber das ist sozusagen das, was ich plane. Und jetzt würde mich natürlich noch wirklich sehr, 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 sehr doll interessieren, was ihr denn von Frostpunk 2 haltet. Ist das ein Spiel für euch? Habt ihr den ersten Teil gespielt? Wie ist euer Eindruck, den ihr hoffentlich gewinnen konntet hier vom zweiten Teil? Und schreibt mir das gerne in die Kommentare. Ihr wisst, ich lese mal alles, ich kommentiere auch alles und so. Haut in die Tasten und denkt dran, Gewinnspiel einfach auf den Link in der Videobeschreibung klicken. Ich habe das schon erklärt. Macht da gerne mit. Ich glaube, die Chancen stehen ganz gut, dass man da irgendwie gezogen werden kann. Und dann könnt ihr euch ein cooles Spiel aussuchen, worauf ihr Bock habt. Ja, und sonst bleibt mir ehrlich gesagt nichts weiter zu sagen, als ich wünsche euch einen schönen Tag. Haut rein und bis bald.